Hast du das gehört? Ich glaube, er hat gerade Dana gesagt. Ja, hast du Dana gesagt? Und er freut sich immer ein Loch in sein kleines Bärenbrüchen, wenn er bei dir sein kann. Ne? Du bist gern bei der Dana. Die Mama 1, sie freut sich auch immer so besonders, wenn sie die Mama 2 sieht. Ja, besonders, wenn sie einen Anschlag auf mich plant. Ich? Würde ich nie tun. Nö, natürlich nicht. Also, was liegt an? Also, es ist so. Ich habe mir doch morgen 3 Stunden am Vormittag freigenommen, weil ich mit Maxi zum Impfen muss. Aber? Heute Abend ist im No Limits Party. Und ich würde so gern einfach mal wieder richtig abfeiern, tanzen, flirten, Typen kennenlernen. Verstehe ich. Und auch, dass du noch mal ausschlafen willst. Wir beide, wir sind eh Frühaufsteher, hm? Geh ich eben mit dir zum Arzt. Echt? Dana, du bist Gold! Oh Gott, Gold, Gold, Gold! Na, ich hoffe nur, dass die Ärztin keinen Stress macht, weil du nicht die leibliche Mutter bist. Vielleicht stellst du einfach noch mal so ein Vollmacht-Ding für mich aus. Mach ich. Oh Mann, aber dieser ganze Bürokratismus ist doch echt zum Kotzen, oder? Das Thema haben wir ja langsam durch. Wenn wir uns das Sorgerecht teilen wollen, dann müsste ich Maxi adoptieren. Und das ist halt nun mal nicht so leicht. Ich habe doch noch mal recherchiert. Guck mal. Stiefkind-Adoption. Ja, das hört sich doch wie maßgeschneidert für uns an. Ja. Also von mir aus kann es gleich losgehen. Auch wenn das heißt, dass wir wieder 1000 Formulare ausfüllen müssen. Wir müssen als erstes mal zum Standesamt, weil adoptieren kann ich Maxi nur, wenn wir beide verheiratet sind. Mhm. Verheiratet? Ja. Also diese Amtsheinis haben ja wohl ein Loch im Schuh. Nur weil wir jetzt nicht andersrum sind, kannst du jetzt nicht Maxi adoptieren, oder was? Die Adoptionsstelle will einfach nur die Gewissheit haben, dass Max in einer stabilen und festen Partnerschaft groß wird. Und wie sollen wir das machen? Wir tun so, als ob. Aber heiraten müssen wir trotzdem. Doch nur auf dem Papier. Mann, Jessica, ich will doch nicht mit dir in die Kiste. Aber um Max zu adoptieren, müssen wir eben heiraten. Und dazu müssen alle glauben, dass wir ein Paar sind. Da hat Dana recht. Christian und ich, wir haben das damals ja auch alles von A bis Z durchkauen müssen, dass wir die Pflegschaft für Lilly übernommen haben. Und war das bei euch ein Problem, dass ihr ein gleichgeschlechtliches Paar seid? Dana, das sind wir aber nicht. Das müsst ihr doch auch nicht sein. Das Jugendamt kommt ja nicht bei euch ins Schlafzimmer, aber es wäre schon gut, wenn die zumindest denken, dass ihr ein glückliches Paar seid. Wie lange soll das dauern? Tage, Wochen? Ich fürchte länger. Vergiss es, Dana. Ich tue doch nicht monatelang so, als wäre ich eine Lesbe. Das ist doch total krank. Danke. Nein, doch nicht so, nicht homo zu sein, sondern so zu tun, als ob. Wenn ich monatelang so tue, als wäre ich eine Lesbe, dann kriege ich doch nie wieder einen Kerl ab. Das würde ich jetzt nicht ganz so schwarz sehen. Ja, du hast gut reden. Du musst dir auch nicht einen Bürstenhaarschnitt verpassen lassen oder irgendwelche Holzfällerhemden tragen. Oh Gott, ich bin im No Limits. Ciao. Unsinn, und das verlangt niemand von dir. Mein Jessica, das ist nun mal der einzige Weg, wie ich Max adoptieren kann. Nee, sorry. Wo ist denn dieser blöde Fisch? Als wir Maxi das letzte Mal gebadet haben, war er noch da. Der schreit mir doch die Ohren voll, wenn wir diesen Fisch nicht finden. Ah, ich glaube, ich habe ihn. Oh. Du bist meine Rettung. Nee, du. Oh. Danke, dass du Maxi übernimmst, auch morgen bei einem Arzttermin, obwohl ich keine Lesbenhochzeit möchte. Schon okay. Es war wirklich ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke, aber vielleicht finden wir ja eine andere Lösung. Und bis dahin machen wir einfach weiter mit den Vollmachten. Oh, die hätte ich fast vergessen. Warte. So, hier ist meine Versichertenkarte, mein Perso, Maxis Impfpass, Untersuchungsheft und die Vollmacht. Ich habe jetzt im Büro mal so einen Wisch aus dem Internet ausgedruckt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, so. Oh, Maxi, so. Oh, mein Kleiner, du wirst jetzt erstmal schön planschen mit dem Fisch und Mama 2. Ja. Und dann morgen kriegst du einen klitzekleinen Pizza in den Popo. Und da zeigst du Mama 2 mal, was für ein tapferer kleiner Kerl du bist. Hm? Schau mal. So, also die Vollmacht akzeptiert die Ärztin bestimmt. Und jetzt zisch ab, geh feiern, Mama 1. Ja. Ciao. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für Nachholbedarf habe. Leg los.
Hiermit gestatte ich Jessica Stiel, Frau Dana Wolf, mich bei dem heutigen Impftermin meines Sohnes zu vertreten. Vertretung, wie das klingt. So, jetzt bist du wieder ganz sauber, hm? Damit sich die Ärztin morgen nicht fragt, wem die Mama deine Vollmacht ausgestellt hat. Ich würde alles für dich tun, mein Schatz. Hm? Selbst wenn du mein eigenes Kind wärst, ich könnte dich nicht mehr lieben. Ich würde dich sogar adoptieren, aber dazu müsste ich die Mama heiraten, aber die will ja nicht. Der Kleine hat wirklich wahnsinniges Glück, dass du seine Mutter bist. Ich fühle mich zwar wie seine Mutter, aber rechtlich gesehen bin ich gar nichts. Ich kann gut verstehen, dass du dir Sorgen um Maximilian machst und ihn beschützen willst. Ehrlich gesagt, ist er der einzige Grund, warum ich weitermachen konnte, ohne Hagen. Ich habe einfach Angst, dass ich ihn irgendwann auch noch verliere. Weißt du, wäre Maxi nicht gewesen, ich hätte das alles nicht ertragen. Diese ganze Angst und die Ungewissheit. Aber der Kleine war einfach da. Wollte leben und versorgt werden. Das ist wunderschön. Bei Timo war es ganz genauso. Wenn ein Kind in dein Leben tritt, egal ob das leibliche oder nicht, dann verändert das alles. Como si una nueva estrella ha nacido en el cielo. Also, für die Nicht-Spanier, als ob ein neuer Stern am Himmel geboren würde. Tut mir leid, ich habe vorhin unfreiwillig gelauscht. Würdest du Jessie wirklich heiraten? Wenn es die einzige Möglichkeit ist, Maxi zu adoptieren, findest du das sehr strange? Der Typ da hat einen geilen Arsch. Stimmt, jetzt dreht er sich gleich um. So viel dazu. Naja, gibt ja noch hier ganz viele schnucklige andere Exemplare. Das stimmt. Weißt du, ich will sie, sie wollen mich. Warum sollte denn ausgerechnet ich eine Frau heiraten? Hey, hallo. Hey. Hey. Hallo. Normalerweise hätte ich dir jetzt einen Drink spendiert, aber wenn du eine Frau heiratest... Was? Nein, 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 ich bin keine Lesbe. Ich bin Jessica Stiel und ich bin durstig, sehr, sehr durstig. Gut, ja, dann bekomme ich doch genau das, was Jessica... Ja. Jessica gerade getrunken hat, aber zweimal. Zwei Sex on the Beach. Komm sofort. Willst du tanzen? Das Ganze wäre nur pro forma und auch nur wegen Maxi. Findest du das verwerflich? Nein, warum? Ihr wärt vor dem Gesetz verheiratet, aber ihr könntet weiterhin tun und lassen, was ihr wollt. Ja, eben. Aber erklär das mal Jessica. Sie wird das schon noch einsehen. Hoffentlich. Aber dann hätten wir immer noch ein anderes Problem. Also, es wäre eher mein Problem. Ich bin immer noch Hagens Frau. Um wieder heiraten zu können und Maxi zu adoptieren. Ich müsste ihn für tot erklären lassen. Stell dir mal vor, Jessica würde irgendwas zustoßen. Was passiert dann mit Max? Ja, siehst du? Und genau deshalb muss ich ihn adoptieren. Und es geht nun mal nicht ohne heiraten. Ich weiß. Ich müsste Hagen für tot erklären lassen. Das will ich nicht, aber es geht eben auch nicht ohne. Ich muss Schluss machen, Christian. Jessica kommt zurück. Vielleicht erwische ich sie jetzt auf dem richtigen Fuß. Okay. Tschüss, gute Nacht. Aber nicht um die so gut sein. Die schlafen noch alle. Die schlafen noch nicht alle. Hi. Hey. Willst du uns nicht vorstellen? Das ist Dana, Julian, Julian, Dana. Ja. So, jetzt habt ihr euch kennengelernt und jetzt komm. Ist das die lesbische Freundin, die dich heiraten will? Okay.
Oh. Was Julian gestern gesagt hat, tut mir leid. Wir waren einfach so angeschickert, ein bisschen drüber. Kein Problem, ich hab's dir nicht krumm genommen. Ist gar nicht so schlecht, mal als Lesbe gehalten zu werden. Hast du mal eine Minute? Klar. So sind das. Hiermit kann ich Hagen für tot erklären lassen. Ich jetzt nicht. Du wolltest doch. Das doch die ganze Zeit nicht. Warum jetzt ausgerechnet? Glaub mir, das ist das Letzte, was ich will. Aber wenn ich Hagen nicht loslasse, dann kann ich nicht für Maxi da sein. Wenn ich Hagen nicht für tot erkläre, dann kann ich Maxi nie adoptieren. Aber du machst das nicht, damit wir danach heiraten können. Ich weiß. Ich weiß, du hast da jetzt noch ein Problem mit. Aber. Moment, stopp! Jessica, wenn ich das hier aushalten kann, dann kannst du doch mal für ein paar Wochen. Also, weil du jetzt ein Opfer bringst, muss ich vor Ehrfurcht zusammenbrechen und einfach alles tun, was du willst? Das ist Erpressung. Nee, das ist keine Erpressung. Ich tue das hier alles nur für Max. Sorry, wenn ich da jetzt in irgendwas reinplatze. Tust du nicht. Sieht aber so aus, als hättest du was zu klären mit deiner Freundin. Freundin? Ja. Das ist keine Freundin. Das ist nur die Frau von dem verschollenen Mann, der mich geschwängert hat.